kennt bestimmt jetzt auch das Gebäude, von dem jetzt gleich die Rede ist. Ja, Stichwort Steinzeithaus, das in den 60er Jahren einem eben steinzeitlichen Langhaus getreu nachempfunden wurde. Aber es steht nicht mehr lange, denn für die Wissenschaft wird in Aspern an der Zeier im Bezirk Mistelbach jetzt ein neues gebaut, das alte Steinzeithaus somit zerlegt. Kinder aus über 50.000 Schulklassen haben dieses neolithische Langhaus in den vergangenen 41 Jahren bestaunt. Es war eines der ersten Häuser, welches bereits bei der Eröffnung des Urgeschichte-Museums in Aspern an der Zeier 1970 gestanden ist. Nun wird es Schritt für Schritt abgetragen. Dem wissenschaftlichen Leiter des Urgeschichte-Museums blutet dabei das Herz. Das Haus war überall, es war in jedem Schulbuch drinnen. Es war unser Aushängeschild mehr oder weniger. Und jetzt ist es also am Ende seines Lebens angekommen. Ganz behutsam wird das Langhaus abgetragen, denn auch hier steht die Wissenschaft im Vordergrund. Es geht uns darum, dass wie die Pfosten aussehen nach 45 Jahren, wie die Verbindungen aussehen, wie die Stroh- und Schilfdeckungen aussehen. Darum haben wir das ganz genau gemacht. Und das hilft uns auch wieder weiter in der experimentellen Archäologie, um eben neue Erkenntnisse für diese Lebensdauer dieser neolithischen Langhäuser ziehen zu können. Erste Details sind bereits sichtbar. Die Schilf- und Strohdeckung sowie die Verbindungsseile haben die Zeit gut überstanden. Einige Holzsteher weniger. Außerdem, so sieht man jetzt, wurden einige Holzelemente in den 60er Jahren mit Leinensäcken umwickelt, die zuvor mit Bitumen eingestrichen worden waren. Damit wollte man die Lebensdauer verlängern. Das entspricht aber nicht der Bauweise jener in der Jungsteinzeit. Beim Neubau soll dies anders sein. Wir werden es also versuchen, möglichst authentisch mit Hilfe von experimentellen Archäologen errichten. Wir wollen also nur Holzverbindungen nehmen, wir wollen Lederverbindungen verwenden und eben Holznägel und in der Form wollen wir das machen. Ein Neubau aus Material also, das zu 100% recycelbar ist, damit auch ähnlich wie beim alten Haus nach dem Abtragen nur eines übrig bleibt, eine schöne Erinnerung und kein Bauschutt.